Mein Name ist Tim Becker und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meiner Show. Wow, wenn das mit dem Zaubern so gut ankommt, ne, dann knüpfe ich da gleich mal an. Hokus pokus fidibus, dreimal schwarzer Kater. Jetzt? Ja, jetzt. Wieso? Weil wir das abgesprochen haben, du Vollhorst. So geht der Trick. Ich sag den Zauberspruch, du erscheinst. Nochmal. Soll ich nochmal? Ja. Wenn man's kann. Hokus pokus fidibus, dreimal schwarzer Kater. Jetzt? Ja, jetzt. Okay. Mann, ey. Kommst gar nicht raus hier, so ein Scheiß. So, tata. Was? Was? Du bist falsch rum. Oh. Schnauze! Schnauze! Ey, haben sie dich nach Mitternacht gefüttert? Hä? Oder Wasser draufgekippt? Wieso? Na, du siehst so aus, aber das kannst du nicht machen. Was? Du kannst das Publikum nicht so anmachen. Wieso? Die haben alle gute Laune. Ich nicht. Wieso nicht? Ich kann dich nicht leiden. Und dieses Zauberer-Pack. Glaubt kein Mensch die Tricks. Guck mal, zum Beispiel der Zylinder. Aus dem Zylinder hast du nicht ja gerade erscheinen lassen. Aber ich tass hier immer noch rein, selbst wenn ich den Zylinder bis zur Hälfte voll kacken würde. Wo hast du zaubern gelernt? Im Magie-Kochstudio? Schnauze! Ich zünd euch die Hütte an. Also, ich finde das immer sehr faszinierend. Alter, wer hat die Null gewählt, dass du dich jetzt meldest? Nein, die Leute mögen das. Zauberei, Magie, Illusion, da stehen die Leute drauf. Und zum Schluss fragen sie immer, oh, wie geht das? Nein, die Leute fragen, oh, wen interessiert das? Soll ich mal was zeigen? Was? So ein Zaubertrick. Ach du Scheiße. Alter, gib dir Mühe. Hokus pokus fidibus, dreimal schwarzer Kater und los geht's. Was? Mach jetzt eine falsche Bewegung. Und deine Zahnfee kann einen Kredit aufnehmen. Na länger, ich krieg Gefühle. Ja, Entschuldigung, Mensch, hier. Guck, tata. Wieso lässt nun Staubwedel erscheinen? Das ist doch kein Staubwedel. Nein? Nein, das sind Blumen. Zauberer lassen sowas erscheinen. Alter, hast du Lack gesoffen oder was? Oder Arschhaare geraucht? So, um jetzt mal eins klarzustellen, du weißt schon, warum du bei mir bist. Ja, wieso? Weil das Arbeitsamt mich dazu verdonnert hat. Und du weißt auch, was passiert, wenn du nicht mitspielst? Gibt's keine sozialen Hürden mehr. Ja, deswegen mal schön mitgezaubert. Na, aber wenn das Arbeitsamt dich zu mir geschickt hat, was hast du denn dann vorher gemacht? Osterhase. Ich mach dich alle! Und wieso arbeitest du jetzt nicht mehr als Osterhase? Hab die Eier gefressen. Die hättest du verteilen müssen, hat mir keiner gesagt. Das weiß man doch. Ich nicht. Fass mich nicht an. Hast du noch einen anderen Job gehabt? Ja. Welchen denn? Versuchskaninchen. Oh!
Das ist nicht so angenehm. Mir bleiben manchmal Nebenwirkungen hängen. Schizophrenie, Zuckung, was weiß ich, was da alles passieren kann. Und dann kriegen die Tabletten und Spritzen und werden in so kleine Käfige gesteckt. Und dann drehen die so richtig durch. Ne? Da drehen die so richtig. Karl? Bei mir wirst du als Zauberhase bestimmt nicht mehr arbeiten. Was wirst du in Zukunft machen? Erotikdarsteller. Na, Nils? Buongiorno, John Porno. Ich schwöre dann einer Nöre, dass ich inner euch gehöre. Und so sprach der Hasengott, ach, nach mir doch die Nöre flott. Was verstehst du denn von Erotik? Denn ein männliches Kaninchen. Uiuiui, fertig. Fass da noch mal rein. Nein. Nein. Fass da rein. Was passiert, wenn ich da nicht reinfasse? Muss Stefan dran glauben. Das wollen wir ihm natürlich ersparen. Und jetzt? Was denn jetzt? Hab keinen Bock mehr. Ja und? Ich geh in den Keller. Wie machst du das? Wendeltreppe. Kommst du auch wieder hoch? Vielleicht. Ich hab noch ein bisschen Show vor mir, aber du kannst doch jetzt nicht einfach. Du musst dich von den Leuten verabschieden. Erzähl doch noch einen Witz. Ich kann doch jetzt keine Witze erzählen. Da komme ich auch nicht hoch. Was kommt raus, wenn man Zeugen Jehovas mit einem Atheisten kreuzt? Einer, der grundlos an der Tür klingelt. Was kommt raus, wenn man einen Polen mit einem aus Offenbach kreuzt? Einer, der ein Auto klaut, also nicht fahren kann. Ne? So. Und woran erkennt man, dass Frauen Strumpfhosen tragen? Wenn sich beim Pupsen die Waden aufblähen. Kommst du bitte wieder hoch, mir fällt nichts Besseres ein, es wird gerade ein bisschen komisch. Wie bist du denn so schnell hochgekommen, Fahrstuhl? Dass du da alles drin hast. Meine Damen und Herren, er heißt Karl K. Nienchen. Und du verabschiedest dich vom Publikum in Hanau, wie sich das für so ein richtiges Zauberkaninchen gehört. Schert euch zum Teufel. In diesem Sinne, mein Zauberhase.